In der Frauenklinik des Berner Inselspitals kommen jeden Tag durchschnittlich über 4 Kinder zur Welt. Das folgende Video gewährt einen Einblick hinter die Kulissen und zeigt die Menschen, welche in der Frauenklinik arbeiten. Genau, der ist schon gerade offen. Das Wohl der Eltern und Neugeborenen liegt uns sehr am Herzen. Darum bieten wir Ihnen als Familie eine individuelle Betreuung und Beratung in den ersten Tagen nach der Geburt an. Das beruhigt mich schon. So, und das hat er wirklich noch gerne. Meinem Team und mir ist Ihre persönliche Betreuung ein besonderes Anliegen. Rund um die Uhr sind immer eine Gynäkologin und ein Kinderarzt für Sie im Haus. Wir betreuen Sie umfassend während der gesamten Schwangerschaft, während der Geburt und im Wochenbett. Und selbst wenn Sie schon daheim sind, ist die Frauenklinik immer für Sie da. Immer am ersten Mittwoch im Monat findet in der Frauenklinik die Infoveranstaltung zu Schwangerschaft und Geburt statt. Hebammen und Ärztinnen geben Ihnen Informationen rund um die Geburt und stehen für individuelle Fragen zur Verfügung. Dabei können die Gebärzimmer und die Wochenbettabteilung besichtigt werden. Uns ist es wichtig, dass nach der Infoveranstaltung all eure Fragen beantwortet sind, ihr die Gebärsäle gesehen habt und die verschiedenen Geburtsmodelle der Frauenklinik gelernt kennen. Es ist jeweils eine Hebamme, ein Arzt und eine Pflegefachfrau vom Wochenbett anwesend, die gerne in einem persönlichen Gespräch eure Fragen beantworten. Das Ziel des Geburtsvorbereitungskurses ist es, dass ihr als werdende Eltern durch Informationen, die wir euch geben, durch Austausch mit anderen, aber auch Atmungs- und Entspannungsübungen, das Vertrauen in den natürlichen Prozess vor Geburt stärken könnt und dass insbesondere die Frauen die Möglichkeit von ihrem Körper erkennen können zu gebären. Seid ihr bisher in der Kontrolle gewesen, oder nicht? Wir bieten Ihnen im Ultraschall die ganze Palette, vom normalen Schwangerschaftsultraschall bis zur neuesten Methode der Pränataldiagnostik. Im Rahmen der Beratungsgespräche entscheidet Sie, was wir durchführen sollen, und wir beraten Sie da natürlich sehr gern. Falls Sie nicht werden in der Frauenklinik gebären, ist es auch möglich, dass Sie für die Ultraschallkontrollen einfach zu uns kommen. Schauen wir die schnell an. Ja, es ist etwas besser geworden, habe ich das Gefühl. Aber ist schon, aber so. Und im kalten Wasser ja. Vielleicht ein bisschen. Nein, es ist neu. So. Kommt da von weit auf, der Bauch? Mhm. Dann vielleicht ein bisschen können Sie tun. Ja. In der Hebammensprechstunde holen wir euch dort ab, wo ihr in eurer familiären und gesundheitlichen Situation steht. Wir versuchen, die Natürlichkeit der Schwangerschaft zu fördern und eure Ressourcen diesbezüglich zu stärken. In besonderen Situationen arbeiten wir zusammen mit den Ärzten und begleiten euch auch dort durch. Die Gebärzimmer sind für die individuellen Bedürfnisse der Frauen eingerichtet. Eine persönliche Betreuung rund um die Uhr durch unsere Hebammen und Ärztinnen gewähren höchste Sicherheit für Mutter und Kind. Die Patientinnen sind meistens nicht nervös, die Männer sind nervös. Und dann probieren wir auch immer wieder, ihnen Platz zu geben bei der Frau. Es kann manchmal sein, dass die Frau den Mann vielleicht ablehnt oder wegschickt. Und dass wir wieder probieren, sie so ein bisschen zusammenzuführen oder halt, dass man auch am Mann sagt, es ist ja in Ordnung, wenn er mal einen Moment rausgeht oder wenn er einen Kaffee trinken, das Auto umparkieren. So, und manchmal ist es halt einfach so, dass die Männer ein bisschen nebendran stehen. Das meinen die Frauen nicht böse, sie können einfach nicht anders. Uns ist es wichtig, dass ihr als Paar in der Frauenklinik eine individuelle Geburt erleben könnt.
Die Hebammen und wir Ärzte bilden ein Team und arbeiten Hand in Hand zusammen. Bei Bedarf können wir auch weitere Disziplinen beiziehen, wie z.B. die Anästhesie oder auch Kinderärzte. Von ärztlicher Seite ist immer ein Facharzt oder eine Fachärztin vor Ort. Mutter, Kind und Vater bilden eine Einheit und können, wenn immer möglich und gewünscht, beieinander sein. Das gilt auch im Fall von einem Kaiserschnitt. Auch in dieser Situation steht das positive Geburtserlebnis für uns im Vordergrund. Geburtshilfe wird in der Frauenklinik mit einem ganzheitlichen Ansatz betrieben. Es stehen ihnen beispielsweise nicht nur die modernsten Methoden zur Schmerzlinderung während der Geburt zur Verfügung, sondern auch homöopathische Mittel. Mir ist es wichtig, die Ressourcen der Frau zu stärken, damit sie Vertrauen hat in ihren Körper und ihre Fähigkeit zu gebären. Ich habe mal die Geburt von einem Paar aus Sri Lanka begleitet und die Frau ist, hat sehr, wie soll ich sagen, wild geboren. Sie hat fest müssen schreien, sie ist sehr aus sich herausgekommen, hat sie wirklich das sehr geschehen lassen, was mit ihr da passiert. Und für einen Mann war es sehr anstrengend und nach der Geburt ist er auf eine Lernstuhl und ist eingeschlafen und ich habe die Frau wieder besorgt und das Kind und sie ist gerade duschen und dann bin ich den Magen weg und habe gesagt, er soll jetzt die Sachen packen, wir legen jetzt auf das Wochenbett verlegen und das Bett für die Frau war schon von außen parat, um sie hochzufahren und als ich mit der Frau rauskam, ist der Mann draussen im Bett gelegen und hat einfach weiter geschlafen. Das fand ich sehr lustig. Die Stillberatung in der Frauenklinik steht allen Frauen während der Schwangerschaft und Stillzeit offen. Wir beraten euch bei Fragen und Unsicherheiten rund um die Stillen und suchen gemeinsam eine individuelle Lösung, die für euch und euer Kind passt.